dieser Fluss mit 5 Buchstaben, zweiter Buchstabe in T. Zweiter Buchstabe in T. Strom. Vogelkäfig mit 5 Buchstaben in der Mitte in U. Machst du immer wieder verdient über Landwirtschaft? Ja, ich hab schön Mittagsstunde gehabt, ne? Und jetzt mal hier aufteilen. Bauer, ne? Ja, Vogelkäfig mit 5 Buchstaben. Ja. Guck mal hier. Was ist da denn? Borsellini. Ich hab's geschafft. Wurzel was? Borsellini. Ich hab Wurzeln mit Zucchini gekreuzt. Das ist aber rausgekommen. Ja, ich hab die Borsellini ein bisschen zerstampft. Und jetzt kannst du doch gerne mal ein bisschen probieren, ne? Teufel will tun, bitte. Ich hab letztes Jahr 3 Tage auf deine Kardischen gekotzt. Ja, das. Ja, nicht das, ne? Kartoffeln mit Radieschen kreuzen, das kann auch nur dir einfallen. Du war das ja aber auch ein bisschen unglücklich, dass du bei dem Versuch so viel Bier und Köm hattest, ne? Ich hatte damit nichts zu tun. Aber die Borsellini sind bestimmt sehr lecker und voller Vitamine. Ja, dann friss sie doch selbst. Ja, ich bin nicht so der Gemüsetyp. Bin doch nicht dein Versuchskaninchen! Brakelmann. Jo, ich komm. Was für eine Blöde. Willst du nicht vielleicht doch einen Löffel? Nein. Ich muss gern zum Bürgermeister, der will was von mir. Na? Ich würde die Sache ja gern selbst in die Hand nehmen, aber ich muss zum Sonderparteitag. Und wenn ich schon mal in Kiel bin, dann muss ich mich auch mal ein paar Tage um meine Mutter kümmern. Ja, ich habe eigentlich sogar keine Zeit. Ich baue auf dich, Brakelmann. Du wirst das schon schaffen. Dr. Heppner ist der neue Geschäftsführer der Kaspersen-Meierei und ein großer PR-Freak. Oh, das tut mir leid für ihn. Als er diesen alten Streit zwischen Bittenwader und Klingsiel ausgegraben hat, dachte er natürlich sofort, dass er daraus eine Werbeaktion machen könnte. Ach so. Die Meierei veranstaltet also jetzt ein kleines Volksfest, macht Reklame für sich und Büttenwader kämpft gegen Klingsiel. Hä? Nicht alle natürlich. Du musst 3 Leute nominieren, die dann gegen 3 Leute aus Klingsiel antreten. Ja, was sollen wir denn machen? Das wird erst kurz vor dem Fest bekannt gegeben. Aber meine Schwägerin singt im Kirchenchor in Klingsiel und da singt auch die Frau von dem Dr. Heppner. Und? Es wird um landwirtschaftliche Geschicklichkeitsübungen gehen. Was ist da denn? Was weiß ich. Trecker rangieren, Schweine treiben, solche Sachen. Du nimmst dir also 3 Leute, die ein bisschen was davon verstehen. Ne? Kräftige Jungs wie du, bringst ein bisschen auf Vordermann und dann holt ihr euch den Pokal. Pokal? Zur Ehre von Büttenbacher. Es winkt auch ein Preisgeld. Wie viel? 500 Mark. Für jeden? Ach, zusammen. Aber wie du das Geld aufteilst, überlasse ich dir. Na gut. Sie haben unseren Korn geraubt. Das Korn aus unseren Speichern haben unsere Leute gevierteilt, geredet. Und dann noch die Göbengerster Marsch uns weggenommen, die ja nie rechtmäßig aufgehört hat, uns zu gehören. Das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist Gesindel. Gut, das ist 600 Jahre her, aber verziehen haben wir das den Klingsieler Nachbarn nie. So ein Stachel sitzt tief. Nächste Woche bei dem Meiereifest. Doch werden wir das den Klingsielern heimzahlen. Ich selber steig für Büttenwader in den Ring. Doch hier brauche ich 2 Mitstreiter. Na, wer ist dabei? Hier. Hm, ja, ich kann nicht alle nehmen, ne? Nur die Besten. Und darum nehme ich Arce und Kuno. Jo! So, machst du mir noch einen Lütt und Lütt? Arce und Kuno? Bessere Leute als ich? Schau dir, mit dir hat das keinen Zweck. Und wieso nicht? Das tut mir leid, aber du bist so intelligent. Landwirtschaftliche Geschicklichkeitsspiele. Nun werdet ihr mich natürlich fragen, was soll das denn? Und die Antwort ist, ich weiß es auch nicht. Nur eins ist klar. Wir müssen das, was wir tagtäglich machen, noch verbessern. Alles klar, Männer? Ja. Ja.
Schön rum. Schön rum hier, Fee. So. So ist gut, Fee. Brrt, brrt, brrt. Zurück. Brrt, brrt. Zurück. Hoch, zurück. Brrt. Tebu! Mensch, was bin ich fertig? Moin. Moin. Ich bin völlig ausgebrochen von der ganzen Geschicklichkeitssache da. Scholli! Mess mal drei Lüttel. Sag mal, du schnackst mir von Ehre von Bündenwader. Was gibt es dir sonst noch zu gewinnen? Scholli, was ist? Arbeitest du noch oder hältst du dich an Tresen fest? Das geht hier immer hübsch der Reihe nach, Herr Brackelmann. Brackelmann? Dr. Heppmer, angenehm, wir sind verabredet. Das ist Frau Dr. Rollmann, sie ist Teamchefin von Klingsiel. Tero. Guten Tag. Was für eine Frau. So, nun würde ich Sie bitten, die Mitglieder Ihrer Mannschaft zu nennen. Ja, das sind ich, ne? Brackelmann Kurt, dann Arthur Tönnsen und Kuno Eggers. Schotti. Was denn? Dreimal Lüt und Lüt. So, schön. Damit ist die Namensliste geschlossen. Die Mannschaften haben sich formiert. Und nun kann ich Ihnen ja sagen, worum es sich handelt bei unserem Dorfkampf. Diese Frage hat natürlich in den letzten Tagen einige Leute sehr interessiert. Nicht nur meine Mitarbeiter, auch gewisse Leute aus Klingsiel und Rüttenwader hätten einiges dafür gegeben, wenn sie einen Tipp bekommen hätten. Meine Frau hat sich schon Spaß draus gemacht und hat die absurdesten Gerüchte in die Welt gesetzt. Landwirtschaftliche Geschicklichkeitsübungen. Trecker-Wettfahrten. Ja. Wieso? Was sollen wir denn jetzt machen? Also, meine Herrschaften, ich kann Ihnen mitteilen, es wird natürlich ein Quiz geben mit Fragen zur Allgemeinbildung. Ein Quiz? Ach du Scheiße. Du Brackelmann, bitte, jetzt probier doch einen Löffel. Mensch, Arche, ich hab jetzt andere Sorgen. Hugo vielleicht? Nee, lass mich in Ruhe. Können wir jetzt mit dem Training anfangen? Ja. Bereit? Ja, bereit. Chemisches Element im Wasser. Chemisches Element. Aber ein chemisches Element gehört doch nicht in Wasser rein. Chemisches Element. Ihr seid aber auch Dödel zu. Sauerstoff! Ja, weiß ich, wollte ich sagen. Du hast das doch auch nicht gewusst. Ja, klar habe ich das gewusst. Du hast nachgeguckt. Ich habe nur, um sicher zu gehen. Hahaha, wer es glaubt. Uns stellst du hier als Idioten hin. Du weißt doch selber nicht besser Bescheid als wir. Habt ihr schon mal Kreuzworträtsel gelöst? Hör auf. Ja, aber ich, ne? Wunder dich. Ja, können wir dir mal ein paar Fragen stellen? Ja. Ich bin ja der Teamchef. Ich entscheide ja, ne? Mensch, Schori, weißt du, wer alles in dieser Mannschaft von Klingsiel ist, du? Die Direktorin von der Schule, die war ja schon hier, ne? Da ist auch noch ein Arzt dabei und der Pässer. Ja, und die wissen so allerhand, du. Können wir gleich aufgeben. Es tut mir leid. Für Reue ist das jetzt zu spät. Und ich brauch doch deinen Rat. Plötzlich, ja? Arch und Kuno, die wissen so allerhand, aber tatsächlich? Trauen sich das nicht so zu sagen. Weißt du, Brackelmann, die Probleme, die hast du dir mit deiner Gurkentruppe selbst eingehandelt. Schau, mach mir doch noch mal so ein Köhm wie früher, wa? Mit anderen Worten, euch hilft nur noch ein Wunder. Sag mal, hast du schon mal was vom Placebo gehört? Ja, klar. Was ist das noch? Das ist eine Tablette. Die nur dadurch wirkt, dass derjenige, der sie schluckt, sich einbildet, dass sie wirkt.
Du meinst, da kann so irgendwas passieren, wo man gar nicht denkt, dass das passieren kann, ne? Genau. Das macht einen so stark, ne? So schlau. Du sagst es. Besorg dir doch einfach ein paar Bonsche. Und sag den beiden, die sollen sie schlucken, das macht sie schlau. Vielleicht kriegen sie ja dann den nötigen Mut. Ja, mit dem Bonsch ist es doch nicht getan, Shorty. Da brauche ich was ganz Spezielles für Archie und Kuno, was? Was ganz Spezielles. Wie nennt man einen besonders hell aufleuchtenden Stern? Ich weiß das schon. Komm, ich komm drauf. Warte, ich hab das gleich. Nichts Augen. Hab ich schon mal im Fernsehen gesehen. Supernova. Supernova. Nichts Augen. Genau. Habt ihr das gewusst? Ja. Ja. Warum habt ihr es denn nicht gesagt? Na, ich dachte, dass, Ja, wir dachten, dass das sowieso falsch ist. Aber können wir nicht mal eine Pause machen? Mir brummt der Schädel. Aber, Röggelmann, ich muss sagen, das ist eine gute Idee, dass wir üben. Da sind wir nämlich morgen nicht so aufgeregt. Wir machen das wie die Profis, Archie. Ja, wenn uns dann auch nichts einfällt, dann sind wir wenigstens nicht aufgeregt. Was ist das denn? Probierst du von der Vozzolini? Habe ich gestern Abend auch schon gegessen. Hat gut geschmeckt. Tatsächlich? Ja, war lecker. Und du meinst, dir wird nicht schlecht davon? Im Gegenteil. Mir fallen dann plötzlich Sachen ein, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie vorher weiß. Ach nee. Das kommt vielleicht von den Vitaminen. Und ich habe auch plötzlich so eine ganz andere Ausdrucksweise. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, ja, ja. Und du meinst, du weißt jetzt Sachen? Ohne in der Auflösung nachzugucken? Ja, kann mich alles fragen. Machen wir. Sag mir zum Beispiel mal. Ah, lecker. Wo fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt? Na? Athen. Athen? Das ist doch lokal in Glockenstedt, Mensch. Das ist richtig, Dösbaddel. Tatsächlich? Ohne Schummeln? Ich hab nicht geluschert. Vielleicht hat er die Frage falsch verstanden. Mach mal noch eine, Shorty. Was ist das? Hydrostatische Paradoxon. Das ist doch viel zu schwer, Mensch. Lass doch mal. Macht ja nichts. Man kann ja nicht alles wissen. Dass der Bogendruck einer Flüssigkeit von der Form des Gefäßes unabhängig ist. Stimmt's? Das ist unglaublich. Ist ja Gewalt. Donnerwetter. Merkst du schon was? Ich glaube ja. Frag mal was. Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? Ah, Paris? Das ist richtig. Ah, dass ich das wusste. Und dass ich so eine gute Frage wusste. Das ist gewaltig, dieses Wurzelini. Tschüssing, bis morgen. Tschüss, Brackelmann. Ich bring morgen eine frische Ladung Wurzelini mit. Mach das. Na, Shorty, wie war ich? Unwahrscheinlich intelligent. Das war gar nicht so leicht, sich das alles zu merken, du. Ich meine, ich hätte das ja alles gewusst, aber sicher ist sicher. Und du glaubst, das klappt nun? Na klar, die beiden bauen doch Wurzelini richtig auf. Einbildung ist auch eine Bildung, was, Brackelmann? Einbildung, Shorty, ist morgen unsere einzige Chance, nicht? Wer schrieb den Roman Winnetou? Kai Mai. Richtig. Und durch welche Stadt fließt die Donau? München. Richtig.
Das ist unglaublich. Das habe ich bisher überhaupt noch nicht gewusst. Ich auch nicht, Atze, aber das ist nun wirklich enorm. Ja, ich habe richtig so einen Bildungsschock. Ich auch. Da kannst du aber mal sehen, du, dass alles das, was man irgendwann mal gesehen hat oder gehört hat oder gelesen hat, dass man sich das alles merkt, ohne das zu wissen. Aber jetzt wissen wir das, Atze. Und alles nur wegen deiner Wurzelini. Aber was ist eigentlich, wenn die uns was fragen, was wir uns noch nie gemerkt haben? Wenn wir das noch nie gehört haben, dann... Dann nutzt uns die Wurzellinie auch nichts. Kaum ist man mal ein bisschen klüger, schon macht man sich gleich Sorgen. Ja. Wir brauchen so einen doppelten Boden, Kuno. So eine Geheimwaffe. Hör mal, Atze, mir ist vom Nachdenken... Also, ich habe eine ganz trockene Kehle. Wollen wir nicht noch mal kurz zurück zu Shorty? Das ist unser Mann. Unsere Geheimwaffe? Shorty hat studiert. Oder wollte er jedenfalls mal. Der kann uns helfen. Atze, warte mal! Und wenn er nun kneift? Ach, wat? Atze, kommt schon. Bestimmt. Wir hätten mal die Wurzellini gestern nicht so wegnaschen sollen. Ja, aber wenn er kommt, dann bringt er ja Frische mit, ne? Ich weiß nicht mal mehr, wie ich heiße, du. Na, schon ein bisschen nervös? Nö, auch nicht. Na ja, von den Teilnehmern her hat Klingseel einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Guck mal, da kommt Atze. Atze! Wir wissen schon, wie man Quiz gewinnt. Ne? Lassen Sie sich mal überraschen. Von Büttenwader Bauernschleue. Alles klar? Ich kann das Zeug echt nicht. Kommen Sie bitte, wir fangen an. Ja, wir sind bereit. Ja, schon längst. Dann mal viel Glück. Ich merke schon was. Ihr auch? Ich fühle mich bestens hier. Alles gut, Männer? Ja. Ihr wisst, dass wir alles wissen. Mhm. Auf jede Frage eine Antwort. Wir sind schlauer als diese Klingsieler Popeldreher. Und warum? Weil wir Wurzellini gegessen haben. Wir sind Herr. Wir sind nur Büttenwader. Ich gehe schon mal vor. Ja. Du, aber Latein kann ich, glaube ich, immer noch nicht. Kannst du doch mal versuchen. Cuginatius pangabung. War das jetzt Latein? Ja. Das ist ja unglaublich. Aus mir spricht es Latein. Mensch, die putzen wir weg, Kuno. Auf die Wurzellini. Den Matteo Brakelmann. Die Spielregeln zu unserem kleinen Dorfwettkampf sind relativ einfach. Ich stelle jedem Mitglied aus jeder Mannschaft eine Frage zur Allgemeinbildung. Die Mannschaft, die zuerst eine Frage nicht korrekt beantworten kann, hat verloren. Wir beginnen mit der Mannschaft aus Klingsiel. Frau Dr. Rollmann, wo befindet sich der Sitz der Vereinten Nationen? In New York. Richtig. Die nächste Frage geht an Büttenwader, an den Herrn Tönsen. Welches große klassische Drama der deutschen Literaturgeschichte erschien im Jahre 1808? Ich sag einfach, was mir einfällt. Ganz genau. Ja, ich weiß das. Ja, dann sagen Sie es doch einfach. Können Sie die Frage noch mal wiederholen? Naja. Welches große klassische Drama der deutschen Literaturgeschichte erschien im Jahre 1808? Faust? Das ist richtig. Die nächste Frage geht an den Herrn Pastor. Wer komponierte Porgy and Bess? George Gershwin. Die Antwort ist richtig. Ja! Mal sehen, ob Büttenbader gleich ziehen kann. Herr Kuno, wie viele Farben braucht man mindestens für eine additive Farbmischung?
Ich weiß nicht. Denken Sie ruhig einen Moment nach. Wir kriegen viel schwerere Fragen als die. Ja! Das ist ungerecht. Zwei! Das ist richtig. So, die nächste Frage geht an Klingsiel, an den Herrn Doktor. Wann entdeckte Christopher Columbus die Inseln Kuba und Haiti? 1492. Bravo! Die vielleicht alles entscheidende Frage. Sind Sie bereit, Herr Brackelmann? Wenn Sie versagen, hat Klingsiel gewonnen. Was ist das Palatum? Schotti. Schotti. Schotti gucken. Schotti? Nun, was ist das Palatum? Schotti gucken. Schotti gucken. Der Dorfkrug? Leider. Ja, der Pokal geht an Klingsiel. Ja, aber ich verstehe das nicht, Brackelmann. Gestern hast du noch so gutartig auf die Wurzellinie reagiert und heute. Na ja. Ja, heute warst du ja praktisch immun gegen die Bildung. Ich habe das Brot gar nicht gegessen. Ich dachte, ich schaffe das auch so. Was? Boah, nee, Brackelmann. Wusstest du denn die Antwort? Ja, natürlich, hast du doch gesehen, habe ich auch nicht Wurzellini gefuttert. Ja, glaubst du, das liegt daran? Ja, natürlich liegt das daran. Wenn das so ist? Ja, wenn das so ist. Wenn das so ist, Brackelmann, dann verhögern wir die Sache nämlich im ganz großen Stil. International? Ja, das auch und überall. Ja. Aber nicht in Klingsiel. Nee, nicht in Klingsiel. Die sollen mal sehen, was sie davon haben. Sonst sind ja alle schlau. Nee, lass uns mal die Wurzellini alleine essen. Weil dann, Ja, dann sind ja nur wir schlau. Richtig. Ja, und denn? Und denn? Dann gehen wir an die Börse.